Willkommen zurück bei Fallout 4. Wieder mal in Diamond City unterwegs und hier wird es anscheinend gerade Tag. Genau, wir haben die Nuka-Cola geholt. Wir haben beim letzten Mal noch schön so ein paar Sachen erweitert. Können jetzt 360 irgendwas tragen. Und den Bart haben wir ein bisschen länger wachsen lassen. Hier ist noch nichts los. Davon saß dieser eine Typ, dem wir was bringen sollen. Okay, dann machen wir es ganz einfach. Gehen wir hier in die Kapelle rein und warten noch mal ein Stündchen oder zwei. Ja? Ich bin schon wieder. Oh Gott, wir haben die Sportbekleidung drunter. Ja, komm, um 9 müsste reichen. Ich hätte gerne eine Ausgabe. Die Zeitung lesen, Mister. Glaub mir. Hallo. Hey du, das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Ha, cool. Blicke aus dem Vault Teil 1 und Teil 2 hinzugefügt, Teil 3 auch noch. Noch mehr? Wo finde ich denn das? Ah, hier. 3 Teile. Okay, dann lesen wir uns mal unser eigenes Interview durch. Blick aus dem Vault Teil 1 von Piper White. Immer wenn ich einen Spaziergang durch Diamond City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sein sollte. So denken zumindest viele hier. Sauberes Wasser, funktionierendes Licht, Strom, Sicherheit. Es ist schon richtig, dass viele hier vor ein paar Jahrzehnten noch undenkbar gewesen wären. Aber dabei vergessen wir nur allzu schnell, dass wir trotz unseres Fortschritts noch immer in einer Welt leben, die nur ein Schatten der Welt vor dem Krieg ist. Eine Welt ohne Strahlung, ohne Supermutanten, ohne wilden Ghoulen und Synths. Aber wie es der Zufall wollte, habe ich Bobby getroffen. Ein Vault-Bewohner, jemand, der das Commonwealth zum ersten Mal erlebt. Was würde er wohl dazu sagen, wie weit wir es gebracht haben? In Diamond City, das große grüne Juwel, dass wir es immer halten. Bevor wir auf diese Frage eingehen, müssen wir wissen, wer Bobby ist. Wo kommt er her? Zu meiner Überraschung hatte er nicht viel zu seinem Leben im Vault zu sagen, denn er hat seine Zeit damit verbracht, auf eine vereiste Scheibe zu starren, jeden Tag, 200 Jahre lang. Ganz richtig, Bobby stammt nicht nur aus einem Vault, er gehört zu den ursprünglichen Bewohnern. Er hat die gesamte Zeit im Kälteschlaf verbracht. So, Teil 2. Also, was hat Bobby nach dem ersten Blick von Diamond City zu sagen? Ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um und dann dieser Gestank. Schmerzhafte Worte. So viel der Zivilisation ging verloren, als die Bomben fielen und wir haben alles hier ohne die Annehmlichkeiten und die Sicherheit eines Walls wieder aufgebaut. Und auch wenn Bobbys Aussage überheblich klingt, müssen wir uns daran erinnern, woher er kommt und wie es für so jemanden hier aussehen muss. Vielleicht soll diese Wut auch nur verdecken, was er verloren hat. Bobby hat nämlich einen Sohn, Sean. Und obwohl ein Vault recht sicher ist, konnte dennoch jemand eindringen und Sean entführen. Jetzt ist Bobby bereit, alles zu riskieren und wagt sich dabei in unsere seltsame und oft feindselige Welt, um Sean aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Wir alle kennen die Gerüchte um die verschwundenen Personen in Diamond City. Der beschämte Blick, wenn wir Trauernden begegnen und dabei der Mauer denken. Danken, dass es dieses Mal nicht uns getroffen hat. Es gibt 1000 Möglichkeiten, im Commonwealth zu Tode zu kommen. Warum sollte man sich da um Entführungen scheren? Ja, warum nur? Fortsetzung folgt. Es ist leicht, dem Verschwinden von Menschen mit Zynismus zu begegnen. Wir wissen schon so lange, dass das Institut irgendwo da draußen ist, aber kaum sonst etwas. Sie sind nicht die einzigen, die für die Entführungen verantwortlich sind, aber die Tatsache, dass wir nichts unternehmen können, um sie aufzuhalten, lässt uns alle Opfer dieser Entführungen als hoffnungslose Fälle sehen. Aber die, die zurückbleiben, geliebte Menschen, Freunde, Nachbarn, die Entführten vielleicht nie wiedersehen werden. Sie können nicht einfach wegschauen. Sie tragen diese Last mit sich, auch wenn sie ihnen alle
auch wenn ihnen alle anderen sagen, dass sie die Sache vergessen und ihr Leben weiterleben sollten. Ich habe Bobby gebeten, Diamond City etwas zu sagen, um uns eine neue Sicht darauf zu eröffnen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und um uns zu zeigen, wie er sich fühlt. Vielleicht sollten wir uns auf gewisse Weise alle so fühlen. Vielleicht haben wir vergessen, wie man richtig auf eine menschliche Tragödie reagiert. Findet die Verantwortlichen und lasst sie dafür bezahlen. So Bobby. Ganz einfach. Ende. Ja, sehr poetisch, unser Bobby. Unser Bobbele. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus, was? Jetzt willst du Stress, oder was? Officer? Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Combat Zone? Erkunde das Combat Zone. Haben wir als Aufgabe bekommen. Er gibt uns den Tipp, wir sollen uns fernhalten. Na ja, gut. Hey. Hey, du bist dieser Vault-Bewohner. Der aus der Zeitung. Ein Neuankömmling, was? Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Wir haben Handfeuerwaffen. Triff Abbott bei der Mauer. Doc Crocker. Wunderbaren Knochenbau. Komm doch mal im Mega Surgery Center vorbei. Okay. Doktor? Ich bin zwar Arzt, aber ich habe doch ein kleines Laster. Ein schneller Drink nach der Arbeit. Ah, okay. Ja, na gut. Was ist das hier? Ja, Sheffield. Coca-Cola. Nuka-Cola, ja, lieben. Oh, danke, danke. Hey, Sheffield, was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Wirklich? Meinst du das ernst? Ja. Ganz recht. Ah, die können wir verteilen. Red Rocket Raststätte natürlich. Okay. Ich mach's. Ha. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Bleib mal hier, Bobby. Vielleicht habe ich noch was für dich. Bobby gefällt mir. Bobby. Eine Lasergewehr. Baseballschläger kriegt der mal in die Hand von mir. Ja, die sind beide gleich gut. Habe ich noch was für ihn? Ach, guck mal, so ein Helm. Linker und rechter Armschutz. Gurtzeug. Vielleicht trägt er das ja. Endlich kann ich wieder klar denken. Gern, Sheffield. Wenn es dir um Sicherheit geht, mit einer Distanzwaffe. Dann lass mal sehen, was du so hast. Für jeden. So, wir verhökern jetzt nochmal ein paar Sachen. Ach Gott, die haben ja kaum Wert, die Sachen hier. Nee, da breche ich. Hey Arturo. Halt, ich weg. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Da schraube ich die Dinger lieber selber auseinander. Obwohl die anderen Dinger hier, die kriege ich leider nicht auseinandergebaut. Na okay, dann müssen wir es doch verkaufen. Du schon wieder. Okay, ich habe einige. Mhm. Dann lass mal sehen, was du so hast. Dies und das. So, dann verkaufen wir es ihr. Wenn ich das nicht auseinandernehmen kann. Scheiß Falle, hier geht mir auf den Sack. Was haben wir denn hier? Entspannt euch mit ein paar Camps. Aha. Hier kriegst du deine Medikamente. Was immer du brauchst. Hast du da gerade was von Drogen gesagt? Ganz genau. Ich habe sämtliche Camps für einen erfüllten Lebenswandel. Wird dir die richtige Balance geben. Jeder hier kauft bei mir.
Manchmal brauchen die Sicherheitsleute etwas Psycho oder ein Ingenieur braucht Mentats. Und Radex ist natürlich für jeden interessant. Ich suche einen Job. Hast du was für mich? Ja, ich hab was. Ich suche nach mutiertem Farn, falls du da sowas findest. Ich hab gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Radex oder Radaway. Wenn du noch ein bisschen was drauflegst, könnte ich Interesse haben. Willst du mich etwa unter Druck setzen? Das ist recht uncool. 100 Kronkorken. Mehr gibt's nicht. Schade, hätte klappen können. Mutierter Farn. Klingt gut. Cool. In diesem Sumpf waren wir schon mal, da sind wir schon mal vorbeigelaufen. Hey, Solomon. Ich habe Apa, falls du dich Solomon. Niedergeschlagen fühlst. Klar, ich schau mal, was du hast. Selbstverordnete Medizin. Naja, gut. Nichts, was wir woanders auch nicht kriegen könnten oder so. Homeplate, Schlüssel erforderlich. Ach, kann ich mir bestimmt kaufen. Oh, das wohl auch? Naja, gut. Oder gehört das zusammen? So, wo geht's denn hier noch lang? Oh, eine Schule. Das war dann ein offizielles Out. Unglaublich. Oh Mann, Mo. Security. Sicherheitsbüro öffnen. Da schauen wir uns doch mal im Sicherheitsbüro um. Aha. Also so ein paar nette Aufgaben haben wir schon bekommen. Ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht. Sie hat nie den Deckel auf die Zahnpastatube geschraubt. Weißt du, wer sowas macht? Sind. Ja, na hoffentlich hast du direkt in den Kopf geschossen mit deinem Dingens da, mit deiner scheiß Impro-Pistole. Vollidiot. Ja, halt das viel im Auge. Ich will nichts davon hören, dass jemand gebissen wurde. Ach so, da meint mein Hund. Ich dachte, die haben ja irgend so ein Vieh drin. Okay. Scheiß. Ja, lass uns hier wieder abhauen. Schöner Tag, was? Ja. Mit wem sollten wir an der Mauerrede reden? Mit Abaton? Abaton? Schauen wir uns mal um. Moment. Genau. Schulhaus. Das hatte ich doch vorher noch gesehen. Zeit für einen kleinen Test. Oh. Aber Mr. Zwicky, wir haben doch erst gestern einen Test geschrieben. Für die Schule? Und seitdem haben wir eine Menge gelernt. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test festigen. Aber ich bin müde. Ich erkenne bei allen unseren kleinen Gelehrten einen hohen Grad an Erschöpfung. Oh, vielleicht wow. Kann der Test doch warten. Groß. Na gut, Sie haben gewonnen. Wir machen den Test später. Juhu! Wusstest du, dass ein Plan es ist jemand Neues zu uns gestoßen. Das stimmt wirklich. Stellen wir einmal Ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe. Was ist 12 mal 15? 180. 180? Ganz genau. Ich sehe, Ihre Eltern haben Ihnen den Wert von Bildung vermitteln können. Familie ist wichtig, oder? Diese Liebe, von der die Kinder sprechen, ich glaube, sie brauchen sie, um lernen zu können. Liebe. Sie brauchen Struktur, sie brauchen Disziplin. Liebe sichert nicht das Überleben der Familie. Manchmal muss man auch hart sein. Oh, verstehe. Ich habe noch eine Frage, bevor Sie gehen. Es ist kein Test. Ich habe nur
nicht so oft die Gelegenheit, mit Erwachsenen zu sprechen. Diese Liebe, von der ich immer wieder höre, kann man die auch für jemanden empfinden, selbst wenn die Person ganz, ganz anders ist als man selbst? Nein. Alles, was man liebt, wird einem am Ende weggenommen. Es lohnt sich also nicht? Verstehe. Danke. Ich denke, das wird mir helfen, bei einer bestimmten Sache eine Entscheidung zu treffen. Gern geschehen. Gern. Mr. Zwicky. Vielleicht sollten Sie sich den Tag lieber freuen. Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Das hier ist eine Schule, kein Laden. Ach, komm schon. Sie hier mit all den Schülern allein lassen? Das würde ich Ihnen nie antun. Sie sind immer zu besorgt. Mir geht es gut. Ja, ja, natürlich. Naja. Manchmal machen wir auch weitermachen, Kinder. Das mache ich am liebsten für mich wie meine Familie. Wohnhaus der Pembrokes. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Ein Gewächshaus, okay. Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich hab das von dem Kunden Valentine Detektei. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Wir haben eine Parole und so. Nö, möchte ich noch nicht rein. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll. Und wenn Folge dem Freedom Trail. Ja, das haben die beiden gerade erzählt. Aha. Wieder was erfahren. Ah, das gehört wahrscheinlich zu dem Gewächshaus hier nebenan. Kommt man da hoch? Bist du denn für einer? Ach, Moment. Ist das nicht der Bürgermeister? Bürgermeister, diese Person ist beschäftigt. Womit, wenn ich fragen darf? Oh. Leute, ich brauche mal eure Aufmerksamkeit. Ich möchte kurz etwas zu dem Thema sagen, das euch sicher alle beschäftigt. Der dieser widerliche Artikel. Hetzt alle gegen Piper auf. Wen haben wir denn hier? Ist das dieser Abbott? Genau. Nicht die Farbe anfassen. Bring mich dazu. Leck mich, Mann. Das ist nicht irgendeine Hütte, die ich hier anmale. Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter darf nicht angerührt werden. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Ja, okay, war ja bloß Spaß. Ich helfe gern. Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Nur wenn du noch was drauflegst. Ein guter Samariter macht seine Arbeit, ohne rumzunerven. 100 Kronkorken und keinen mehr. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Cool. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen. Suche einen Baumarkt nach Farbe. Also, hast du dir aber einiges vorgenommen. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Mach das Ding blau und das könnte das Stadion vom HSV sein. Was haben wir denn noch so? Ein paar Felder. Ja, wird schön was zu futtern angebaut. Was haben wir denn hier? Ach so, das ist Mörners Haus. Da geht's auch noch hinter. Science Center. Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt. Weißt du nicht mehr?
Das Geschrei. Ich, wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha! Du Professor. Also doch Dr. Dach kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Ah, hallo, sieh mal. Bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Klar, klingt lustig. Ja, ich liebe Enthusiasmus. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Gamma-Strahlung? Ganz genau. Ah, Gamma-Strahlung ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gamma-Strahlung und haben sich daran angepasst. Cool, oder? Anämie ist übrigens Blutarmut. Was hat sich angepasst? Ah, komm. Du bist echt ein totaler Nerd. Ich sehe das als großes Kompliment. Die Wissenschaft gibt uns das Wissen an die Hand, das wir zum Überleben brauchen. Das gilt jetzt mehr denn je. Jetzt ist es an der Zeit für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Ja. Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Haben wir nicht so ein Ding dabei? Ach ja, guck mal, habe ich schon dabei. Um Geld bitten, vielleicht klappt es diesmal. Wenn ich einen Job übernehme, werde ich auch nicht bezahlt. Geld? Oh, oh doch. Juhu. Wie wäre es mit 125 Kronkorken? Mehr Geld. Wir reden hier davon, ein riesiges, mutiertes Insekt zu jagen. Das ist riskant. Hier geht es nicht um Verdammt. Geld, sondern um die Wissenschaft. Du solltest es tun, weil du Spaß an der Forschung hast. Hätte ja klappen können. Ich glaube, ich habe schon so eine Drüse. So gefällt mir das. Wer ist mein Lieblingshilfswissenschaftler? Du. Oh. Hier hast du ein bisschen was. Aber gib nicht gleich alles auf einmal aus. Cool, danke. Dr. Duff? Dr. Duff? Da ist ja mein Hilfswissenschaftler. Ich hoffe, du setzt deine biologische Feldforschung fort. Wusstest du, dass man nie eine basische mit einer sauren Verbindung mischen sollte? Ich habe dadurch mal meine Augenbrauen verloren. Ah, komm mit, Hühnchen. Okay, nochmal eine kleine Quest gemacht. Ohne uns irgendwie noch anzustrengen. Stimmt, wir haben mal so eine Blähfliegendrüse gesammelt. Moment, hier geht's bestimmt wieder zurück in den Stadtkern. Und hops. Was haben wir denn hier hinten? Ah, Diamond City Radio. Oh, hi. Hallo? Travis? Miles? Travis. Mach meinen Kram nicht kaputt, wenn's dir nichts ausmacht. Alter, die Klappe, lass mich in Ruhe. Okay. Gott, Jammerlappen. Pfeife. Abbott's Haus. Ist gar nicht grün, also zumindest nicht komplett. Was habe ich dir denn gesagt, Shane? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Shane. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Das ist ja geil. Du allein? Der kümmert sich um die Anlage? Okay, geil. Du bist ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, gehe abends in die Schule, das volle Programm.
Also, wie wär's mit einer Flasche Wasser, hm? Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Kommt drauf an. Was zahlst du denn? Oh nein. Verdammt. Nicht mit mir. 100 Kronkorken. Da wird nicht verhandelt. Das ist so eine Sache. Jetzt haben wir ja schon ein paar Aufgaben gemacht, aber grundsätzlich kriegst du ja immer irgendwie 100 Kronkorken. Bisschen mehr Abwechslung wäre auch nicht verkehrt. Naja, gut. Hat jetzt leider nicht geklappt mit dem Überreden, aber wir helfen ihm mal. Ich kümmere mich drum. Aber er trinkt nicht. Deine Leiche würde ich da nur schwer wieder rausbekommen. 0 von 5. Wie heißt der Kowalski? Ha, Schenk Kowalski. Beste Namenskombi ever. Seid nicht dumm. Stockt noch heute eure Frischwasservorräte auf. Sich hier in der Brühe irgendwo was reinigen. Moment, das. Nanu? Das öffnet den Pip-Boy gar nicht. Seht ihr das? Ich kann das zwar hier machen, aber... Na toll, was ist denn das jetzt für ein Bug? Ich gehe mal auf Level ab. Klappt das? Das klappt. Wenn ich jetzt zurückgehe... Geht nicht. Boah. Ich wollte mal die Quest auswählen. Moment. Speichern mal und laden mal. Vielleicht geht es dann wieder. 15 Stunden sind wir jetzt schon drin in dem Spiel. Und ich glaube, wir haben noch nicht wirklich viel gesehen. Ja, okay, es geht wieder. Super. Die bunte Stadt. Ach ja, das ist das mit der Farbe. Freedom Trail. Reinige die Wasserversorgung. Und hops. Ich sehe nichts. Wo denn? Da hinten. Ah, jetzt. Ah, Metalleimer. Eine Schreibmaschine. Schädelteil. Ich hätte ja auch mal was nehmen können, damit wir der Verstrahlung widerstehen, aber ist egal, ob ich jetzt einen Red-X nehme oder einen Red-Away. Oh. Alles fertig, Kumpel. Schenk. Hier. Sieh nur, wie sauber das Wasser jetzt ist. Gute Arbeit. Hier ist deine Belohnung. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? Cool. Schenk. Warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein, dass der Typ davor eine scharfe Handgranate gefunden hat. Hey, wenn die Filter erstmal wieder laufen, ist das doch nicht mehr wichtig, oder? Naja, egal. Brauchst du Wasser? Kein Interesse. Ja klar, verschwende ruhig meine Zeit. Mann, oh Mann. Ich brauche gerade kein Wasser, Schenk. Altes Haus. So, dann nehmen wir mal... So, zack, weg damit. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Ah. Hast du von dieser Siedlung gehört? Covenant ist echt nett da und sauber. Der Zugang ist aber streng reglementiert. Earl Sterlings Haus, Lagerhaus. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout in kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Dugout Inn. Kleines Restaurant oder was? Na, cool. Also, ich bin gerade
gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meyerlurk. Ein Meyerlurk? Ach komm. Hast du die Zeitung? Der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so. Höchstens. Richtig tödlich sind. Hallo, du kannst Drinks und Essen bei mir oder an der Bar bestellen. Was gibt's? Weißt du, wem gehört eigentlich diese Bar? Der Laden gehört seit ein paar Jahren den Bobrov-Brüdern. Vadim Bobrov ist der Laute, Jefim der Ruhige. Und ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie sie miteinander diskutieren. Ich schau mal. Lass dir Zeit. Scarlett. So, Vadim und... Wie ist der andere? Ich hab nichts gehört. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. war nur Spaß. ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Wir nennen ihn Bobrovs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen hatten. Ich schau mal. Du weißt ja, wo du mich findest. Das war meine Katze, falls die gerade rüberkam. Gibt's keine im Spiel. Ah, bist du der Bruder? Oh, ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Nee. Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Ich überlege es mir mal. Wie du meinst. Okay. Jetzt erstmal nicht. Komm schon, nur ein Drink. Ich habe die Bar nicht gekauft, um Wasser zu verkaufen. Nö, danke. Okay. Dann müssten wir fast alles durchhaben, ne? Was immer du willst. Ich hab jetzt wieder zurück, genau. Ja, dann würde ich fast sagen. Lass uns doch mal eine der Aufgaben machen. Baumarkt nach Farbe, Freedom Trail. Ah ja, die drei Sachen, das finde ich ganz geil. Raus ins Left Field. Baseball Cutter, signierten Fanghandschuh und einen signierten Baseball suchen. Darunter. Hatten wir nicht auch was im Sumpfwald zu erledigen? Haben wir das hier nicht erledigt? Oder wird die schon wieder angegriffen? Och nö, bitte nicht. Oh, da wohnen wieder 8 Leute. Ach genau, Sheffield ist ja dorthin. Okay, Morales auf 74%. Wir schauen mal kurz, nicht, dass hier irgendwie ein Überfall läuft und ich habe das nicht mitbekommen. Bitte nicht. Knackt vier Rennen hier dagegen. Gerade noch rechtzeitig. Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Was wollten sie? Okay. Wer weiß, ich habe nie verstanden, warum das verdammte Institut uns nicht einfach in Ruhe lassen konnte. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Ich will nur ein bisschen handeln. Nein, okay. Will ich nicht. Das
Nervt mich gerade ein bisschen, dass das Teil hier rumsteht. Ich steig da mal ganz kurz ein. Genau, der T45 ist das und in Sanctuary haben wir einen T51 rumstehen. Deswegen die sind hier alle in der Gegend rum. Ach cool, hier ist noch was. Hatte ich wohl gar nicht alles erwischt beim letzten Mal. Mensch, Brahim, mach dich mal aus dem Weg. Komm. Ich komme auf dem Vieh vielleicht reiten. Das wäre auch geil. So, okay. Tja, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter und kümmern uns dann mal hier um den Baseball-Handschuhen, was es da nicht alles so zu suchen gibt. Und ich dachte, Moment, mit dem Sumpfwald, da war doch noch was. Die mutierte Farnblume. War die nicht bei dem Sumpfwald zu finden? Ja, genau. Gut. Ich teleportiere schon mal hin und dann sage ich mal Tschüss und schönen Tag noch. Schönen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.